Hallo ihr Lieben, willkommen in meinem neuen Video. Und wie ihr seht, ich blätter hier so ein bisschen. Ich suche mir ja auch immer Ideen und ich gucke auch immer ein bisschen rum. Aber das ist jetzt das Magazin von Floristik24 und ich bin da auch neuerdings mit Ideengeber. Aber was ich da genau für eine Idee gebe, die zeige ich euch gleich im Video. Ja, ich war tatsächlich lange auf der Suche nach einem guten Partner, dessen Materialien ich immer gerne empfehle. Und es ist nicht nur ein super netter Kontakt, es ist auch wirklich die Materialien, die es von Floristik24 gibt. Das sind genau die Sachen, die man auch braucht an Drähten, an Steckschaum und etc. Und das sind Materialien, die ich, deswegen empfehle ich die auch so gern, ja, die so einem super fairen Preis, wo ich auch manchmal gesagt habe, wow, wie können die das machen? Und da gibt es alle 3 Monate, ja genau, also jedes Quartal gibt es ein Ideenmagazin. Und dieses Magazin wird zu jeder Bestellung beigelegt. Und in dem neuen Magazin, das jetzt ab April, also 2. Quartal, da habe ich auch eine Idee dazu beitragen dürfen. Da habe ich mich total gefreut, erstmal überlegt, was mache ich denn Schönes. Und das ist jetzt also ein Magazin von, das ist schon eine Weile her, das war jetzt von 21, aber da habe ich mir natürlich angeguckt, was mache ich denn so, und habe mir einfach eine schöne Idee ausgesonnen. Und also falls ihr da was bestellt, werdet ihr auch diese Idee, die ich heute euch zeige, die findet ihr in dem Magazin und das liegt jeder Bestellung bei. Genau, jetzt habe ich erstmal den ganzen Hintergrund erzählt und dann wisst ihr auch, wieso ich das mache. Und es macht also, jeder Kontakt und so macht einfach total Spaß mit denen. Ich hoffe euch auch. Und ich zeige euch jetzt mal, heute habe ich so eine schöne Idee. Ich hatte die Idee, dass man einen haltbaren Kranz auch sehr schön machen kann. Als Basis für einen haltbaren Kranz habe ich jetzt auch, das ist Oasis Black, also das ist diese schwarze Steckmasse. Und die habe ich ganz bewusst als Basis gewählt, weil wenn man da von der Steckmasse auch was sieht, also die muss man nicht ganz abdecken. Im Gegenteil, die ist eigentlich so schön, dass es auch wirklich ein gestalterisches Element ist, wenn die zu sehen ist. Im Gegensatz dazu, wenn wir die grüne Steckmasse verwenden, dieses Grün und die braune Biolit-Unterlage. Also das ist eine Steckmasse, die wir sonst, also normalerweise, wenn wir die verwenden, immer abdecken. Und was wir hier machen ist bei der Steckmasse, also wir versuchen die immer mit Blättern abzudecken. Aber wir wollen ja heute nicht ganz abdecken. Und deswegen nehmen wir auch die schwarze, also die schicke. Ja, die finde ich total klasse. Und weil die so schön ist und weil man auch wirklich länger davon haben will, habe ich mir überlegt, wir machen einen haltbaren Kranz. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, aber ich wollte euch die Schritte natürlich noch erklären dazu. Also das ist jetzt die Basis. Dann habe ich in der Natur Zweige gesammelt. Ja, Zweige. Und ich habe dann Zweige, die möglichst so ein bisschen, manchmal auch Flechten haben. Ein bisschen Moos ist auch schön dran. Ja, hier sieht man jetzt also hier unten, dass ich sehr schöne Flechtenzweige gefunden habe. Also schön ist, wenn die ein bisschen knorzlig sind. Das können auch so Stückchen von der Kortenzieher-Haselnuss sein. Ja, die kann man auch schön nehmen und die Zweige einfach in die Steckmasse an einer Seite in die Steckmasse reinstecken. Was zum Beispiel jetzt weniger geeignet ist, das wäre einfach hier so ein starrer Zweig. Ja? Also je mehr Verzweigungen, je mehr Flechte oder auch wirklich diese Biegung von der Haselnuss, das wäre natürlich schön. Und sowas ist zu starr und zu steif, also das würde ich nicht nehmen, ja? Weil das bringt einfach kein schönes Leben in diese Arbeit rein. Also das ist, aber ich muss auch manchmal Sachen zeigen, die nicht so gut sind. Nicht nur die Sachen, die passen, weil sonst steht ihr zu Hause da und sagt so, wieso sieht denn das so komisch aus? Ja, also ich habe dann die Zweige in die Steckmasse reingesteckt. Ja. Hier kann man es also sehr gut sehen zum Beispiel. Ja. Einfach an einer Seite reingesteckt. Ich habe die Zweige
Wenn ich die arrangiert habe, hier habe ich ein sehr schönes Beispiel. Der Zweig hat ja eher so eine Form, den habe ich dann auch nicht so entgegen der Rundung reingesteckt, sondern so, dass er mit der Rundung eher mitläuft. Ja, also immer so die Schwungform betonen. Ja, nennen wir Floristen das. Das ist wichtig. Das habe ich in der Zweigbasis schon mal gemacht. Dann bin ich hergegangen und habe hier so einen schönen Efeu. Also ich zeige euch auch die ganzen Fotos noch. Das ist jetzt ein Kunstefeu, aber ich finde, das ist, sorry, hier kommen nebenher die Aufträge aus dem Fax. Ja, wir sind einfach im Laden. Das ist ein sehr schöner zweifarbiger Kunstefeu und der ist auch dann ganz toll haltbar. Und da habe ich, Achtung, da muss man aber auch eine Drahtschere nehmen. Da habe ich dann die Efeuranke hier rausgemacht und da ist Draht drin. Man sieht, wenn ich das jetzt biege, dann bleibt die Biegung so, ja. Also den kann man sehr schön formen, weil die Blattader ist also aus Draht, ja. Also Achtung. Und dazu braucht man natürlich immer eine gute Drahtschere. Und da habe ich auch der Schwungform des Kranzes folgend, habe ich. Moment, ich lege den Efeu mal weg. Damit er nicht in Konkurrenz ist zu meinem Kranz. Der Schwungform des Kranzes folgend, ich glaube, ich habe nur zwei Efeuranken drüber gelegt und damit war der Kranz eigentlich schon fast ausgegrünt. Dann habe ich Pfingstrosen genommen. Die Pfingstrosen, die kommen also mit dem langen Stiel und mit diesen schönen Blättern. Und die Pfingstrose, das ist immer, die habe ich jetzt also schon gekürzt für den Kranz. Das ist immer eine Knospe und eine Blüte. Und die haben auch sehr schönes Blattgrün dran. Und das habe ich auch mit einer Drahtschere. Also hier ist auch noch so immer so Blattgrün. Habe ich mit einer Drahtschere geteilt. Auch genau da, wo das Blatt wegläuft, habe ich also den Stiel gekürzt und habe noch so ein Stück vom Stiel gelassen, damit ich schön dieses Blatt auch in die Steckmasse einfügen kann. Dann habe ich zuerst die, ach so, und dann, das war, dann habe ich zuerst die Knospen genommen, aber ich glaube, eine Zutat wollte ich euch auch nicht verschweigen. Und zwar, das ist jetzt Schleierkraut, also künstliches Schleierkraut auch. Das sind alles Materialien, die ganz toll halten und die man eben ewig hat. Und ich glaube, in Kombination mit diesen natürlichen Materialien von den Zweigen, gucken manche natürlich auch zweimal hin und überlegen dann, ist das echt? Ja, ich finde das also immer schön. Natur mit Seide kombiniert wirkt einfach ganz anders. Und so habe ich jetzt den Aufbau, habe die Knospen gesteckt, habe das Schleierkraut gesteckt. Es muss nicht immer in alles in eine Richtung gucken und auch nicht immer ganz regelmäßig, ja, so vier Knospen, sondern bewusst auch mal zwei Knospen, die vielleicht so ein bisschen gegeneinander laufen, weil wenn das alles so regelmäßig ist, dann ist es fast langweilig fürs Auge. Ja, also deswegen bewusst da auch mal nicht der gleiche Abstand, nicht jede Blüte gleich, die eben gleich so nach oben guckt, auch eine Blüte mal, die schräg. Also die so schräg steht, ja, und die nächste kann dann ruhig auch gegenläufig, also so in die andere Richtung gucken. Das ist so gestalterisch, das bringt einfach mehr Abwechslung für das Auge und sieht dann auch, wir sagen immer, floristischer aus. Ist sicherlich ja, nicht so ein einfacher Begriff, aber man sieht es natürlich dann auch, ja. Und ich habe fünf Blüten genommen, habe dann natürlich auch fünf Knospen dazu. Und das Schöne ist ja auch, also diese Arbeit so, und man sieht also, das Schleierkraut ist immer ein sehr schönes Beiwerk, sehr schön hier zwischendrin. Und man kann auch vier Blüten nehmen. Ja, ich habe jetzt hier die fünf genommen, fand es also sehr schön gefüllt mit den fünf Blüten. Und damit ist im Grunde genommen mein Kranz schon sehr schön. Theoretisch könnte man den auch hängen, ja, wäre auch möglich. Der ist ganz leicht, weil natürlich die Steckmasse nicht mit Wasser gefüllt ist. Und ich fand es auch gestalterisch sehr, sehr schön, diesen Kranz auf diese schöne Holzscheibe. Also es sind jetzt alles Materialien von Floristik 24. Moment, einmal sauber machen, so auf diese Holzscheibe zu legen, die ja auch an einer Seite hier ihre natürliche Rundung hat. Das ist also auch eine Naturholzscheibe,
Die ist wunderschön getrocknet. Ich würde die auch tatsächlich drin liegen lassen. Dann hält die natürlich ewig. Ja, das ist das Schöne, wenn das jetzt so ein schönes trockenes Holz ist. Und wenn man da den Kranz drauf setzt, auf diese Holzscheibe, das ist natürlich eine Wahnsinnsdeko. Mir fehlt noch das i-Tüpfelchen dazu. Und das i-Tüpfelchen, das wollte ich gern mit diesem Papierdraht. Ja, das ist so ein ummantelter Draht und der lässt sich auch ganz toll formen. Damit wollte ich dieses i-Tüpfelchen diesem Kranz geben. Und ich zeige euch erstmal, wie man das macht. Ich habe natürlich auch schon was vorbereitet. Ich muss immer wie fürs Video auch ein bisschen was vorbereiten. Ich nehme für diesen Papierdraht, also ich würde den irgendwo, sag ich mal, in die Steckmasse stecken, ein Ende. Und dann wollte ich gern ja, so einfach also hier einmal fixieren in der Steckmasse. Und ich fand es schön, wenn hier wie so Spiralen drauf sind. Dazu nehme ich einen Stift, einen glatten Stift, ja, und wickel den Papierdraht da drüber. Ja, und dann nehme ich einfach den Stift raus und tara, habe dann also so ein schönes dekoratives Element. Dass dieser Papierdraht so wie gelockt ist. Und das ist ganz schön, wenn das mal außen, mal dazwischen, mal innen, wenn das so drüber läuft. Und das Ganze habe ich auch schon vorbereitet. So, hier ist er. Und da habe ich also mit dem Stift immer diese kleinen Löckchen. Das übrigens kann man auch in Blumensträußen als dekoratives Element machen oder auch in Kränzen. Den Papierdraht gibt es in ganz vielen Farben. So. Und dann, ja, dann gehe ich einfach, ich lege den Draht so zwischen, ja, um die Blüten rum und hab damit eine ganz tolle Deko. Und ich finde, es muss immer so ein bisschen Spielerei, muss immer sein. Ich sage immer zu meinen Kunden, das Auge muss auch was zu tun bekommen. Und das ist so mein flotter Spruch dazu, weil ich. Ja, ich mag das, wenn das so, ja, wenn das von so, ja, eigentlich einfachen, aber doch effektiven Dekorationen lebt. Und dann habe ich natürlich noch das Ende. Und das Ende stecke ich einfach in die Steckmasse rein. Und dann ist das Ganze so. Und dann ist es schon fixiert. Und damit habe ich eigentlich mit ganz einfachen Mitteln, ja, ich könnte natürlich auch nochmal, wenn ich will, nochmal drumrum gehen. Ja, da ist, also ich glaube. Ihr habt alle immer so viele Ideen. Ihr macht immer irgendwelche Abweichungen noch draus. Und ich finde es auch ganz toll, dass jeder seine persönliche Handschrift natürlich noch findet. Ja, und so haben wir diesen haltbaren, toll dekorierten Kranz, der einem, ja, über Jahre Freude bringen kann. Bei Trockenblumen, kleiner Tipp, die lassen sich am besten abstauben, indem man sie föhnt. Also nicht saugen, ja, dann ist im Staubsauger ist irgendwas weg. Nein, einfach den Föhn nehmen und und föhnen. Das ist der beste Trick zum Abstauben. Weiß vielleicht auch nicht jeder. Ja, dann ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zugucken und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gestalten eurer haltbaren, ja, mit haltbaren und mit naturgemischten Blumendekorationen und freue mich aufs nächste Video mit euch und sage für heute Tschüss.